Wie kam denn dein Einstieg in den CrossFit-Wettkampfsport? Ja, das ging eigentlich relativ schnell, sage ich mal, da ja 2014 waren es die ersten Wettkämpfe, die so in Deutschland aufgekommen sind. Und ich meine, da gab es das alles noch nicht mit Scaled oder Intermediate und so weiter. Und dann haben der Zach und ich, wir haben da relativ schnell auch angefangen zusammen zu trainieren. Das war der damalige, oder der Freund, jetzt der Mann von meiner Schwester. Gesagt, komm, wir gründen jetzt mal für Cry Me a River die Qualifikation. Haben dann da mal mitgemacht und dann auch zufälligerweise dann uns gleich qualifiziert für den Wettkampf in 2014 eben. Und das war unser erster Wettkampf und da haben wir dann auch richtig, sag ich jetzt mal, Blut geleckt. Und dann eigentlich von da aus dann immer weitergemacht, dann den nächsten German Throwdown, beziehungsweise den ersten auch. Und ja, von da aus dann eigentlich versucht, schon immer relativ dran zu bleiben und immer 2 bis 3 Wettkämpfe, sage ich mal, mindestens im Jahr versucht, irgendwo mitzunehmen. Ja. Ja, hat sich denn dadurch, durch diesen Einstieg in den CrossFit-Wettkampf, in das Wettkampftraining, das Training dann auch fundamental geändert oder habt ihr das eigentlich so konstant vorher auch schon weitergeführt? Also, ich muss sagen, ich war von Anfang an relativ ambitioniert, weil ich ja vorher auch schon Leistungssportler war und hatte dann eigentlich auch schon den Ziel, im CrossFit Wettkampfathlet zu sein und dementsprechend auch mein Training gestaltet. Aber am Anfang war es natürlich noch ein bisschen schwierig, da ja vor allem in Deutschland auch CrossFit 2014, 2015 wirklich noch in den Kinderschuhen war. Und da war das mit der Trainingsplanung auch alles noch ein bisschen schwieriger. Da gab es noch nicht wie heutzutage zigtausend Trainingstemplates online, wo man sich irgendwie was holen konnte oder einfach mal für x Euro irgendwo einen Trainingsplan kaufen konnte oder so. Da war das alles noch ein bisschen schwieriger. Da gab es nur ganz, ganz wenige Plattformen, wie zum Beispiel von Ben Bergeron, Comp Train. Das habe ich relativ lange gemacht mit dem Zach oder auch von The Outlaw Way, Weightlifting. Da habe ich immer das ein bisschen das Weightlifting-Training als Orientierung genutzt und Workouts und so weiter habe ich mir eigentlich die meiste Zeit immer selber noch geprogrammt oder eben dann auch vom Comp-Train genommen. Ja, aber ich sage mal, das Training war damals und auch Wettkämpfe waren noch einfacher gestrickt wie heutzutage. Ich meine, es ist brutal, wie sich der Sport auch die letzten 5 Jahre einfach entwickelt hat. Damals war es so, da war man schon gut, wenn man einfach nur schon überhaupt auf den Händen laufen konnte. Heutzutage ist es so, wer macht den krassesten Shit auf den Händen, ist der Gewinner sozusagen. Ne? Die Rampe am schnellsten drüber zu laufen und am besten noch mit was zwischen den Beinen oder so. Und so Sachen gab es halt damals nicht. Ne? Damals war schon einfach nur Handstand Walk schon beeindruckend. Halt, ne? Da konnte man das ein bisschen simpler gestalten. Und da waren die Dumbbells auch nicht so präsent und so weiter halt. Ne? Also der Sport entwickelt sich ja immer wieder weiter und dementsprechend muss ich auch das Training und die Trainingspläne auch immer weiterentwickeln. Ja, das weiß ich auch noch. Da war man, ne? Wenn man Muscle Up konnte, war man schon gut, ja. Das war Ja, schon das ist in krass. meinem ersten Wettkampf, Cry Me a River, das war wirklich noch so. Da waren Muscle-Ups dran bei den Frauen. Da gab es von dem ganzen Teilnehmerfeld auch 40 Frauen, vielleicht 2 oder 3, die es überhaupt konnten. Die anderen Mädels haben das Rack einfach nur angeschaut, das restliche Workout. Und bei den Männern, die Muscle-Ups aneinander hängen konnten, waren quasi die Führenden. Und die anderen Männer haben teilweise wirklich noch, und es waren die Elite Deutschlands, nicht mal wirklich 2, 3 Muscle-Ups aneinander hängen können und so. Also, war schon noch anders. Wie würdest du heute sehen, so was ist jetzt für, sagst du heute, so die Voraussetzung für jemanden, der sagt, ich möchte da jetzt also in den Wettkampfsport einsteigen, auch wenn er sozusagen so das Stichwort so Weekend Warrior, das so ein bisschen mehr auch als Hobby macht und jetzt davon nicht lebt und sagt, ich möchte zu den Games, sondern ab und zu mal bei Local Competitions mal auch nicht nur das Qualify irgendwie ausprobieren, sondern auch mal wirklich in der Area stehen. Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass wenn man sagt, ich möchte CrossFit so als Wettkampfsport für mich, auch wenn es nur als Hobby ist, ist es trotzdem auch wichtig, dass man versucht, wirklich erstmal die Basics zu mastern, meiner Meinung nach. Die Basics Skills, einfach sei es einen Handstand Push-Up, einen Toe-to-Bar und so weiter, Pull-Ups, dessen muss sitzen, sowas, sage ich mal. Und genauso auch sollte man die olympischen Lifts halt beherrschen. Mehr oder weniger nicht perfekt, ne, aber schon so, dass man sich dabei, dass man einfach keine Verletzungsgefahr dabei droht und dass man auch einfach so ein gewisses Standardniveau erfüllen kann. Ich sage mal, mittlerweile ist es ja auch so, dass Intermediate-Kategorien und so weiter existieren.
wo dann meistens auch so ein bisschen aufgezeigt ist, es gibt ja auch einfach gewisse Standards, die man erfüllen muss, sei es auf einer RX-Kategorie oder einer Intermediate- oder einer Scaled-Kategorie. Und je nachdem, wo man sich eben auch einordnet und wie lange man auch schon im Sport ist, muss man eben sehen, was sind die Anforderungen. Und es ist ja relativ einfach abrufbar. Für einen Games-Athleten ist es halt so, alles klar, wenn du zu den Games fahren willst, musst du 120 Kilo snatchen, 150 Kilo stoßen mindestens. Genauso kannst du dann sagen, okay, für eine Intermediate-Kategorie musst du dann vielleicht die 80 bis 100 Kilo reißen können und über 100 Kilo stoßen. Mehr oder weniger. Ne? Also so gibt es gewisse Levels einfach, die man erfüllen muss. Und da muss man auch schauen, wo man hin möchte, was sind die eigenen persönlichen Ziele. Und dann versuchen einfach, dass man da ein gewisses Niveau erreicht hat, bevor man jetzt sagt, ich bin jetzt 4 Wochen im CrossFit oder das heißt ein halbes Jahr und möchte jetzt gleich auf den ersten Wettkampf springen. Das macht den immer schwieriger. Also ich war auch schon über 2 Jahre im Sport, bevor ich meine erste Competition gemacht habe und davor eben auch schon Leistungssportler und weiter Quereinsteiger. Solche Leute. Also wir haben auch viele bei denen in der Box, bei uns in der Box, die die Wettkampfluft schnuppern wollen. Aber man muss den Leuten einfach auch ein bisschen Zeit geben, um sich zu entwickeln. Wie ist das denn bei dir? Machst du denn Programming alles selber oder hast du einen Coach oder was würdest du auch jemandem empfehlen, der da das ein bisschen strukturierter und disziplinierter oder auch ambitionierter angehen möchte? Also grundsätzlich würde ich immer empfehlen, dass man sich einen Coach holt, idealerweise einen On-Site-Coach, wenn bei euch zum Beispiel CrossFit Dortmund-Fall an einen Coach wendet, der bei euch in der Box eben auch ist, dass man einfach mit jemandem zusammenarbeiten kann und Rücksprache halten kann. Ich denke, es ist suboptimal, mit einem Template zu arbeiten, der gleich für jeden Athleten ist, weil das Training ist einfach nicht für jeden Athleten gleich, da jeder andere Stärken und Schwächen hat und jeder andere Bedürfnisse im Training hat. Und dementsprechend macht es einfach Sinn, da ein bisschen drauf einzugehen. Ich selber mache auch ein Programm von einem Coach, über den ich zu, also an den Coach bin ich über Reebok gekommen. Das ist der Facundo, wenn das ein Begriff ist. Nee, sag mir nicht. Der Facundo, das ist der Coach von CrossFit Mayhem auch. Okay. Und der schreibt das Programming für Team Mayhem sozusagen, also für ein Rich Froning, sein Team und so weiter. Der war bei einem Reebok-Seminar eben da und da bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und der schreibt mir ein individualisiertes Programming. Ja. Wobei sich mein Training jetzt, seitdem ich Papa bin und so weiter, auch stark verändert hat. Ja, klar. Und auch meine Instagram, meine ganze Leistung, alles ist lange nicht mehr da, wo es mal war. Aber ich versuche das Ganze mehr oder weniger einfach zu halten, so gut es geht. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann einfach dadurch dann weniger Schlaf etc., Stresslevel ein anderes ist und dann auch die Regeneration. Alles und auch die Prioritäten sich auch einfach ein bisschen verlagert haben, sage ich mal. Ja. Was uns war es mir schon wichtig, dass ich 5-mal die Woche, mindestens einmal, wenn ich sogar 2-mal am Tag trainiert habe. Eigentlich habe ich schon versucht, 10 Trainingseinheiten die Woche abzudecken. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so möglich, aber ich versuche auf jeden Fall noch 6 Einheiten die Woche 1 bis 2 Stunden zu machen. Eher in die 2-Stunden-Richtung. Du sagtest mit Template, also was ich jetzt festgestellt habe, die meisten, die das Ganze ein bisschen ambitionierter angehen, die gehen dann irgendwann aus den Classes raus, also die fangen an, das normal, ne, gehen dann in die Classes und dann so nach 2-3 Monaten sagen sie, oh, ich habe mir jetzt hier mal geguckt und irgendwie Comtrain und ich mache jetzt Open Box und mache jetzt das Programming und bin da jetzt irgendwie 1,5 Stunden dann da im Training nach der Arbeit. Was sagst du dazu? Oder hast du die Erfahrung auch gemacht? Es hat alles eine Daseinsberechtigung. Es hat alles eine Daseinsberechtigung, wenn man sich als Athlet so gut kennt und auch weiß, sagt, ich brauche kein Coaching mehr, dann ist es schön und gut. Aber grundsätzlich denke ich, vor allem CrossFit ist ja trotzdem auch noch ein Gemeinschaftssport und kein Einzelsport. Ich finde, die Community ist wichtig und ich denke, dass man versuchen sollte, sein Programming trotzdem auch noch um Classes herum aufzubauen. Ja. Ist jetzt anders da, früher zum Beispiel den Coach oder so, der eigentlich meistens seinem beschäftigt, Klasse zu geben und nicht in seinen eigenen Klasse mit rumhüpfen kann und auch noch mit sporteln kann. Da ja da eigentlich Coaching der Beruf ist, man dann halt schaut, dass man sein Training um die Arbeitszeit herum zu gestalten. Aber als Member denke ich doch, sollte man versuchen, so viel es geht, mit anderen Leuten zusammen zu trainieren. Einfach, dass der Spaßfaktor auch nicht verloren geht, weil wenn man immer nur alleine trainiert, irgendwann
fehlt einfach ein bisschen was. Und unabhängig von Wettkampf gegeneinander in den Classes, ist es trotzdem auch einfach schöner, gemeinsam zu trainieren. Und ich denke auch, ja, dass man trotzdem auch immer ein bisschen davon den Benefit hat, wenn man immer versucht, sich ein bisschen auch mit anderen zu messen, sozusagen. Ne? Also egal, ob CrossFit als Gesundheitssport oder also als Wettkampfsport. Ja. Wie ist denn bei dir so das Trainingsjahr gestaltet? Hast du da gewisse Phasen, dass du sagst, okay, ich habe eine Wettkampfphase, Off-Season, ist das Training irgendwie da grundsätzlich anders oder trainierst du grundsätzlich irgendwo das nach dem gleichen Prinzip? Grundsätzlich versuche ich schon immer Fokus auf vielleicht 2 große Wettkämpfe zu legen. Mhm. Es gab Jahre, da habe ich auch schon 5 oder 6 Wettkämpfe gemacht. Und kleinere davon habe ich gesagt, die habe ich dann einfach mitlaufen lassen sozusagen. Und wirklich den Fokus zum Beispiel auf jetzt Wettkämpfe wie ein German Throwdown oder ein Swiss Alpine Battle, Wettkämpfe, die mir persönlich wichtig waren, da den Fokus drauf zu setzen und da auch mein Training demnach periodisiert sozusagen. Dann auch versucht, Off-Season zu gestalten, wo dann mehr so Kraftfokus und Grundlagenausdauerfokus war. Ja. Und umso näher die Wettkämpfe gerückt sind, das Ganze ein bisschen mehr zuzuspitzen sozusagen auf den Wettkampf. Das Training. Ja. Also habe ich dann auch versucht, mal Wettkampfsimulationen zum Beispiel zu machen oder so halt. Ne? Mhm. Es gibt dann auch immer wieder mal Wettkämpfe, die schon öfter stattgefunden haben. Kann man dann mal schauen, was waren denn so die Workouts, die im letzten Jahr drangekommen sind und einfach mal 2, 3 davon mal versucht, an einem Tag runterzuballern oder auch mal ein Wettkampfwochenende versucht zu simulieren. Damals hatten wir auch noch das Deutschland Lead Training Camp, wo man dann auch mal versucht hat, wirklich mal ein Wochenende ähnlich zu gestalten, wie die Wettkämpfe ablaufen könnten und so weiter und auch mit viel Volumen über die 2 bis 3 Tage hinweg, was einem dann doch schon auch so ein bisschen das Gefühl gibt von dem Wettkampf. Ja. Und es ist auch wichtig, dass man in seinem Training unterscheidet zwischen Training und Competition, weil man kann einfach nicht immer volle Leistung abrufen und immer 100% gehen. Ich denke, von den Wettkampfathleten ist es ganz, ganz wichtig auch, dass man vor allem auch noch diesen 6. Gang hat, auf den man ab und zu mal zugreifen kann, einfach vor allem an Wettkampftagen, dass man eben Adrenalin sich zunutze macht und so weiter. Und wenn man immer wieder, also vor allem auch das Training in der Periodisierung, wenn man immer nur auf Anschlag fährt, ist schwierig, das alles so zu halten. Ja, wie ist das denn bei dir so in einer Trainingswoche? Oder wer kann viel Trainingsvolumen vertragen? Oder was ist sinnvoll? Also ich denke mal, jeder hat so ein eigenes Trainingsvolumen, wie viel er handeln kann. Ist natürlich auch ganz abhängig vom Alter und so weiter und auch von dem, was man vorher schon gemacht hat. Wie viel noch Sport man schon vorher gemacht hat. Man muss sich da auch langsam erstmal dran gewöhnen, an die ganze Kapazität. Ist aber auch so, ich habe jetzt auch schon gemerkt, wenn ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste mit 32 als Wettkampfsportler, sage ich mal. Und ich merke schon auch, dass mein Körper nicht mehr so mag wie früher. Also ich konnte mit 25 deutlich mehr ballern. Und auch ohne großartig zu stretchen und so weiter. Heutzutage merkt man, ich glaube, das sofort, wenn ich das mal vernachlässige. Auch die ganze Recovery drumherum, das alles dazugehört, dann habe ich sofort irgendwelche Ecken, die wehtun und so weiter. Man muss schon auch auf seinen Körper hören. Ich denke, man muss da selber auch so ein bisschen die Erfahrung für sich selber sammeln, wie viel, was ist das Volumen, was mein Körper abhaben kann. Ohne dass Verletzungserscheinungen, und das Wichtigste ist auch, dass man auf seinen Körper hört. Ne? Wenn was wehtut, wenn man einfach im Arsch ist, dann auch vielleicht ein bisschen zurückzufahren, sei es Volumen oder auch vielleicht sogar ein Rest-Day dann einfach mal einzubauen, auch wenn er vielleicht nicht auf dem Trainingsplan draufsteht. Und dann, wenn man es wieder besser fühlt, wieder ins Training einzusteigen. Ja, hast du dir denn auch mal so strikte Rest-Days verordnet oder hast du gesagt, ich mache irgendwie jeden Tag was, auch wenn es jetzt irgendwie active ist? Nee, also ich habe eigentlich schon immer einen Rest-Day strikt in der Woche, wo ich vielleicht, wenn überhaupt, mal eine ganz, ganz lockere Runde laufen gehe oder Fahrrad fahren oder sowas. Oder schwimmen oder so. Und einen Active Recovery Day, an dem ich dann doch schon mal schwitzen komme, so ein bisschen. Ein bisschen intensiver laufen gehe oder Fahrrad fahren oder mal Ruder oder so. Aber einen Tag, wo ich eigentlich nicht mal versucht, den Körper wieder ein bisschen runterkommen zu lassen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe natürlich auch mal die Phasen gehabt, wo ich mal gesagt habe, scheiß auf Rest, brauche ich nicht. Ich muss ballern, sozusagen. Ne? Viel hilft viel. Aber ich habe sofort gemerkt, einfach, dass das zahlt sich nicht aus. Erstens, man kommt quasi in Leistungslöcher. Ja. Und man merkt einfach, dass auch vor allem über lange Zeit Rest-Days du immer stärker wieder zurückkommst aus den Erholungen.
Ja, hast du denn, ich habe das ja mal so beim Sek gesehen, der hat ja auch mal stark so in der Periodisierung, dass er auch mal einen Monat hat, wo der wirklich relativ wenig Workouts macht, relativ wenig so wirklich High-Intensity Metcon und mehr, ich mache viel Rudern, Steady-State-Cardio, reines Krafttraining, um Kraftwerte hochzubringen. Ich habe das mal auch bei dem einen oder anderen Wettkampfathleten gesehen, so Brent Fikowski hat das, glaube ich, auch gemacht, dass er eine ganze Zeit lang Grundlagenausdauer und Kraft gemacht hat und weniger CrossFit Workouts. Was hältst du davon? Oder was ist das? Ja, ist vollkommen richtig eigentlich. Der Sek war da auch schon immer disziplinierter wie ich, wenn ich ehrlich bin. Was das Thema angeht, da der Sek auch immer, ich sag mal, ein größeres Ziel vor Augen hatte. Sek, sein Ziel war eigentlich immer mehr oder weniger zu den Regionals zu fahren, sozusagen. Und hat dementsprechend dann auch, wenn die Saison vorbei war, jetzt zum Beispiel, okay, nach den Open nicht qualifiziert, dann wirklich da mal eine lange Phase eingelegt, wo er dann eben wieder seinen Trainingsplan so strukturiert hat. Sek hat auch schon lange einen Coach, den Jacob Zipkin von TC Strengths. Der macht sein Programming, das wurde dann eben dementsprechend auch wieder angepasst mit eben einer Grundlagenausdauer und Kraft, Maximalkraftphase, wo eigentlich wirklich wenig High-Intensity gemacht wurde, wenig klassisches CrossFit, sondern wirklich erstmal wieder Maximalkraft, Kraftwerte hochbringen und das auch über Zyklen sozusagen, ne? Also Strength Cycle gefahren mit einem Grundlagenausdauer-Cycle, wo wirklich dann mehrfach mal eine Stunde rudern und solche Sachen, ne? Und langes Laufen auf dem Plan war und alles im niedrigen Frequenzbereich, um einfach eine Basis zu schaffen. Das ist auch wirklich notwendig, weil alles, was man sich einfach nur über kurze Zeit aneignet, ist auch genauso schnell wieder weg, wenn man das mal vernachlässigt. Diese Peaks, sage ich mal, die man relativ schnell fahren kann. Genauso auch, es gibt ja diese, ich sag mal, diese Mythen, wo es einfach heißt, von wegen, ja, Ausdauer, klar, ist auch so, man kann Ausdauer schneller aufbauen, aber diese Ausdauer, die ich mir in einer kurzen Zeit eben aufbaue, die ist einfach auch nicht von langer Dauer. Ja. Und deswegen ist es eben einfach auch wichtig, dass man da ein dementsprechend strukturiertes Training fährt. Und da ich doch meistens auch mehr Wettkämpfe gemacht habe wie der Sek im Jahr, war es auch für mich immer schwieriger, mein Training zu gestalten. Wenn man als jetzt kein Games-Athlet ist und wirklich so den Plan hat, Open Regionals Games und dann wieder Off-Season, was ja eigentlich wirklich über das Jahr eine klare Struktur ist. Und 5 Wettkämpfe übers Jahr hinweg, dann einen im Februar, dann im April, dann im Juli, August und September noch Wettkämpfe hat, dann hast du eigentlich noch das ganze Jahr lang On-Season. Du musst eigentlich versuchen, immer on top of the game zu sein, sozusagen. Und das macht es teilweise schwieriger, als wenn man einfach einen genauen Jahresplan hat. Ja, das stimmt. Also würdest du dann auch sagen, dass man dann sich, wenn man so, man hat jetzt die einzelnen Level und je nachdem, wo man dann wettkampfmäßig einsteigen will, dass man dann schaut, okay, wo bin ich bei den einzelnen Übungen, wie sind meine Gymnastics Skills, wie sind meine Kraftwerte, wie ist meine Ausdauer und dann schaut, okay, wo habe ich sozusagen das höchste Defizit zu dem, was in dem Wettkampf gefordert ist und dann sagen, in der Periodisierung dann mehr auf dieses hinzuarbeiten und das Training dann da spezifischer zu gestalten. Auf jeden Fall. Also ist ganz, ganz wichtig, dass, wenn man sagt, ich möchte einen Wettkampf ausprobieren oder so, dass man sich vielleicht schon am Anfang des Jahres Gedanken macht. Mittlerweile, es gibt ja unzählige Wettkämpfe da draußen, vor allem auch schon allein auch in regionaler Ebene, dass man sagt, okay, da und da oder den und den Wettkampf, die würde ich gerne teilnehmen oder sei es nur eine interne Box-Competition oder so irgendwo und dementsprechend dann versucht, sein Training darauf hin dann anzupassen und zu den Zyklus sozusagen dafür anzupassen. Ja, okay, cool. Wie war das bei dir jetzt gerade, wo du sagst, okay, Papa geworden und höheres Stresslevel oder auch natürlich dann auch als Box-Owner und Coach hat man natürlich ja nicht immer so die Möglichkeit, das Trainingsvolumen vielleicht zu fahren oder die auch die ganzen Lifestyle-Faktoren so zu optimieren für den Wettkampf. Hattest du auch mal das Gefühl, da wirklich so leistungsmäßig zu stagnieren, dass du sagst, okay, ich komme da jetzt irgendwo, bin da jetzt irgendwo an ein Level gestoßen, wo ich nicht weiterkomme. Und wenn das so war, wie bist du denn damit dann umgegangen? Ja, also ich sag mal, Plateaus trifft man immer wieder mal. Hatte ich auch noch zu den Zeiten, wo ich kein Papa war, wo man dann einfach merkt, scheiße, irgendwas passt gerade nicht, sei es zu viel Stress oder so. Und da muss man halt schauen, dass man versucht, irgendwie die Faktoren so ein bisschen anzupassen. Ich muss sagen, ich war jetzt noch nie zum Beispiel so diszipliniert auch, was Ernährung angeht. Ich habe immer eigentlich versucht, so ein bisschen auf meinen gesunden Menschenverstand zu hören, was das angeht, mich gesund zu ernähren,
Wir kochen viel selber zu Hause, aber habe jetzt nie einen strikten Ernährungsplan verfolgt. Das wären wahrscheinlich auch Sachen gewesen, wo ich noch hätte optimieren können. Ja. Aber ansonsten versucht mal irgendwie vielleicht doch noch mal eine Mütze mehr Schlaf zu bekommen oder eben die Arbeitszeiten so ein bisschen anzupassen. Aber ich merke jetzt vor allen Dingen eben auch, wo ich Papa bin, geht dir wahrscheinlich ähnlich, dass es eher mittlerweile nur noch um Leistungserhaltung für mich geht. In meinem Alter auch. Ne? Also, aber irgendwo schwebt da doch noch mal so ein bisschen Hoffnung in einem, dass man sagt, okay, vielleicht kann man doch noch mal ein bisschen angreifen und vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne machen. Aber im Moment bewege ich mich eigentlich schon so seit 1,5 Jahren eigentlich nur noch auf der Stelle, würde ich behaupten. Ja. Ja, ein bisschen zurück. Kraftwerte sind eigentlich noch so einigermaßen da, aber ich merke auch, jetzt wenn so Athleten wie die Franzi bei uns in der Box und so, wenn die aufdrehen, da kommen wir nicht mehr mit. Okay, das sind dann irgendwann dann Dinge, wo man dann sich überlegen muss, will ich gegen irgendwas etwas ankämpfen, wo ich dann auch nicht mehr gegen ankämpfen kann. Okay, wenn du jetzt hast, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, für den Juli, da ist dann die Competition XY, wann gehst du dann so in den Wettkampfmodus, wo du selbst sagst, jetzt kommt das rein fokussierte Wettkampftraining, jetzt drehe ich nochmal so einen Peak auf? Grundsätzlich, dieses Jahr ist eh schwierig, ne? Dieses Jahr ist erstmal Ebbe, aber war schon so, dass wenn zum Beispiel ein German Throwdown anstand, dass ich spätestens 2 Wochen, eher sogar 4 Wochen angefangen habe, wirklich mich versuchen, auf den Wettkampf vorzubereiten, wirklich viel wieder klassisches CrossFit gemacht habe, wettkampfähnliches Training gemacht habe und eine Woche vor dem Wettkampf angefangen habe zu tapern. Heißt, Volumen runtergeschraubt und nur noch wirklich High-High-Intensity gefahren habe. Kurze, knackige Workouts, wenig Volumen und vor allen Dingen auch, was Krafttraining angeht, nicht mehr so schwer und so weiter, einfach, dass der Körper ein bisschen runterfahren kann und eigentlich Wettkampf-ready ist sozusagen. Und einen Tag vor einem Wettkampf Rest-Day sozusagen, dass man dann wirklich 100% Leistung abrufen kann. Okay, also das in der letzten Woche vor dem Wettkampf oder in den letzten beiden Volumen insgesamt runter und ein Rest-Day vor dem Wettkampf selber. Ja, also eine Woche vor Wettkampf Volumen runter. Okay. Und nur noch kurze, knackige Workouts gefahren, nicht mehr so schwer heben und so weiter. Das soll alles eigentlich so, ich habe immer versucht, also 4 Wochen vor dem Wettkampf, dass ich da versucht habe, auf die Leistungsspitze zu kommen. Dann eine Woche vor dem Wettkampf nochmal Volumen runter, Intensität, kurze, knackige Workouts, da nochmal Intensität hoch. Ja. Dann nochmal einen Tag vor dem Wettkampf wirklich nochmal Rest-Day runterkommen. Der zweite Tag vor dem Wettkampf eigentlich auch schon nur noch ein Active Recovery Day, wo ich vielleicht nochmal ganz leicht gesnatcht und Clean and Jerk gemacht habe und nochmal so vielleicht auf 60-70% hochgearbeitet habe, auch nochmal gepowert, vielleicht nochmal 20 Minuten ein bisschen gerudert, ganz locker. Letzter Tag vom Wettkampf gerestet und dann am Wettkampftag Vollgas.